Yo, liebe Leute, da sind wir wieder zurück bei Grim Fandango Remastered. Und beim letzten Mal haben wir von den drei Herren hier vorne im Vordergrund ein Buch ergattert, wo ich glaube, dass das den Bienen da hinten nutzt bei ihrer Revolution. Und deswegen gehen wir mal schnell zu den Hafenbienen. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht genau, wo die schon wieder sind. Da, Glück gehabt. Und wir überreichen dieses Buch mal feierlich und schauen, was passiert. Das ist es nicht, das nicht. Das nicht. Da ist es. So, bitteschön. Ich glaube, das sind die Worte, die du suchst. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Ja, das ist es. Genau das wollte ich sagen. Ah ja. Wunderbar. Wer wird sie aufhalten, die fetten Industriebosse? Die Schiffe mit den Pollen der ausgebeuteten Arbeiterklasse bauen? Lass uns zurückschlagen! Viva la Revolutione, genau. Wer ist denn das? Ein verkappter Imker? Ja, schon wieder. Ich sage euch, legt eure Werkzeuge nieder und zeigt ihnen, wer hier den Honig einsammelt. Ja. Das reicht. Ich dachte immer, Bienen gibt's nur in zwei Farben, schwarz und gelb. Aber du kommst mir verdammt rot vor, Freundchen. Okay. Hey, was soll denn das? Wir kämpfen hier für unsere Rechte! Ja, genau. Gleich zeige ich dir meine Rechte, Genosse. Benny, besorg mir einen Anwalt! Einen Anwalt! Oh. Das wird schwierig werden, den Burschen wieder rauszuhauen. Oha, ja. Gut. Zum Glück kenne ich einen guten Anwalt. Kennst du? Das ist schon mal viel wert. Und wo finden wir den? Das ist eine gute Frage. Anwalt, Gut, wo treiben sich denn die Reichen rum? Die treiben sich wahrscheinlich in irgendeinem der Clubs rum, würde ich sagen. Fangen wir hier mal an. Na gut, das sind jetzt keine Anwälte. Die wollen wahrscheinlich auch nicht unbedingt reden. Hi, wie heißt du? Danke für das Gespräch. Also, was haltet ihr von dem Gedicht? Es hat mir gefallen. Es war deprimierend und wunderschön zugleich. Genau wie meine Mutter. Ich fand's grässlich. Es war zu kurz und für mich völlig nichtssagend. Wie mein Vater. Ich habe nichts empfunden. Es ist kindisch und egozentrisch. Wie mein Kater, Mr. Trotzki. Gut, das hilft mir auch nicht weiter. Hier hinten kommt auch nicht viel Gespräch bei rum. Sieht auch nicht nach Anwalt Hallo? Aus. Tut sich nichts. Mit der guten Dame hier vorne, mit der Lola, müssen wir auch nicht reden. Also hier ist kein Anwalt. Vielleicht bei der Katzenrennbahn. Wo ist die denn? Moment, wo ist die denn? Das macht mich wahnsinnig hier. Ich glaube, das ist gut. Das dürfte der richtige Weg sein. Ja. Hier vielleicht, ne? Dachte ich. Ah, Mist. Okay. Pardon, Monsieur, aber dies ist der Fahrstuhl zur Aerolas Lounge. Da will ich auch hin. Ist nur für Mitglieder. Du bist wohl neu hier. Sie brauchen einen VIP-Pass, wenn Sie nach oben wollen. Adieu. Glaub dafür nicht den Anwalt. Aber wo kriege ich den VIP-Ausweis her? Das kann doch bestimmt mein guter Freund.
der Fälscherkollege Charlie. Müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir noch eine neue Dialogoption irgendwie. Oh, hier kilometerweit laufen. Also der muss das können. Drei Jahre später. Jo, haben wir es jetzt. Wir sind angekommen. Ich habe ihm nichts zu sagen. Bade. Haben wir denn... Alles okay hier unten? Was ist denn mit Monsieur Bogans Glückssträhne? Ist versiegt. Seine gute Laune auch. Ja, hehe. Nicht solange sie verlieren. Okay. Le numéro gagnant, le 26. Haben wir denn... Wie komme ich an den Ausweis? Ich habe jetzt keine Ahnung. Der wird nicht irgendwo rumliegen. Loop, kannst du mir helfen? Guten Abend, Loop! Hi, Manny! Nö. Okay, zurück an die Arbeit. Okay! Also, hier kommen wir nicht weiter. Hahaha. Also, wir brauchen einen Anwalt. Ich glaube, der sitzt oben in dieser Lounge. Ich wüsste nicht, wo sonst noch jemand sein sollte. Dafür fehlt mir ein VIP-Ausweis. Der Bestatter? Nö. Hier ist zu, oder? Ah, hier war der Bestatter, Entschuldigung. Das war dann hier oben. Ach, hier ist jetzt die Zelle, okay. Können wir mit dir reden? Hey Terry, du hast da draußen eine tolle Rede gehalten. Ja, mag sein, aber ihretwegen bin ich hier drin gelandet. Keine Sorge, ich besorge dir den besten Anwalt der Stadt. Okay, Manny, aber beeil dich, bevor die Bewegung ihren Stachel verliert. Hat mich jetzt auch nicht weitergebracht, okay. Gehen wir wieder hier hoch raus. Oh, mir fehlen echt die Ideen. Ich meine, wir können jetzt nochmal alle Leute abklappern und gucken, ob wir irgendwo noch was vergessen haben zu besprechen. Vielleicht kommt noch irgendwo was. Tattoo-Studio. Aber da haben wir doch eigentlich auch alles besprochen, oder? Da war nichts mehr. Diese Lauferei ist echt anstrengend hier, ganz ehrlich. Ein da mit dir. Mensch, Manny. Ist doch keine Zeit. Daneben müssen wir noch seinen Drink vergiften. Sieht schmerzhaft aus. An einer Raupe? Was für eine Nervensäge. Hoffentlich hält er bald die Klappe. Ein kleiner Schrank. Jo, danke. Danke für den Hinweis.
Also auch hier kommen wir nicht weiter. Was ist denn mit dem Kerl im Hafen? Haben wir da auch schon alles irgendwie abgefrühstückt? Geht's zur Rennbahn? Hafen ist hier, oder? Oh je. Wie hieß du nochmal? Valesco, glaube ich, ne? Ja, ich bin bereit, in See zu stechen, aber ich habe ja kein Schiff. Was soll das denn? Na gut, dann wäre ich ja bereit, in See zu stechen. Womit? Auf der Limbo, Mann. Auf geht's. Manny, Manny, Manny. Die Limbo ist kein Passagierdampfer. Sie ist ein kleiner Frachter, Söhnchen. Und jeder an Bord muss mit anpacken. Ja, dann wird gearbeitet. Also in der Tat haben wir hier noch neue Dialoge. Dann arbeite ich. Was kannst du denn? Verkaufen und Restaurants führen. Nun, Moment. Ein Posten auf der Limbo ist noch frei. Ach. Ja, im Maschinenraum. Genau das Richtige für deinen Kumpel Glottis. Aber er braucht eigenes Werkzeug. Das kriegen wir denn hin. Was braucht er denn da genau? Was für Werkzeug braucht Glottis denn? Ausschließlich authentische Seebienenausrüstung. Und wie kriegen wir die? Und woher kriege ich authentische Seebienenausrüstung? Warum fragst du nicht einfach eine von den Seebienen? Angst, gestochen zu werden? Hahaha, die gibt es nicht mehr, die sind weg da. Okay, wenn ich Glottis Werkzeug besorge, können wir dann in See stechen? Ja, eher schon. Nichts gegen dich, Manny, aber an Bord der Limbo ist einfach kein Platz für dich. Ihre Besatzung ist schon komplett. Da sie morgen früh ablegen, ist die ganze Crew sogar bereits an Bord. Alle, außer diesem einen Kerl. Müssen wir da jemanden ausschalten? Wer ist denn noch nicht an Bord? Naja, Matrose Naranja ist etwas spät dran, aber er wird schon noch kommen. Ist das der im Tattoo-Studio? Welchen Job hat Naranja denn gemacht? Er arbeitete in der Kombüse. Aha, Restaurantmanagement. Ja, es ähnelt dem, was du machst. Aha. Allerdings ist der Fisch auf der Limbo frischer. Na, also bitte jetzt, ja? Was glaubst du, wo Naranja steckt? Wahrscheinlich zu Hause, um sich Rezepte für die Reise rauszuschreiben. Aha, das hilft mir jetzt auch noch nicht weiter. Und wenn Naranja nicht kommt, kann ich dann für ihn einspringen? Manny, du bist nicht mal in der Seefahrergewerkschaft. Das wissen aber nur wir beide. Aber wir sind doch zwei Kerle, die etwas für sich behalten können, stimmt's? Glottis ist eine Ausnahme. Aber der Kapitän wird deinen Ausweis sehen wollen. Und wenn du keinen hast, wirft man dich den Haien zum Fraß vor. Und was noch viel schlimmer ist, ich muss was in die Kaffeekasse zahlen. Die Gewerkschaft ist unerbittlich, Junge. Und ich werde mich nicht mit denen anlegen. Okay. Nochmal zum Mitschreiben, genau. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn ich Glottis Werkzeug besorge, dann kann ich ihn auf der Limbo unterbringen. Und wenn Matrose Naranja nicht auftaucht, was er allerdings wird, und ich einen Ausweis der Gewerkschaft habe, den du niemals kriegst, dann kann ich morgen früh mit der Limbo aufbrechen. Vermutlich schon. Gut. Ich gehe lieber schon mal packen. Und Nein. Jetzt? Mach das, Söhnchen. Gehe ich nochmal zurück. Denn jetzt habe ich das Gefühl, kann mir der Charlie doch bestimmt helfen. Muss doch nur was fälschen. Und das ist doch seine Expertise. Also irgendwie habe ich vielleicht ihm jetzt was zu sagen. Da kommt ja immer die Ansage, ich habe ihm aktuell nichts zu sagen. Aber vielleicht ja jetzt. Und dann kann er mir so einen Gewerkschaftsausweis fälschen. Aber das ist leider auch nicht die Eintrittskarte für die, wie heißt das Ding, High Rollers VIP Lounge oder sowas ähnliches. Ach herrje, schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich jetzt echt nicht auf dem Holzweg bin, sondern dass es in irgendeiner Weise jetzt irgendwas für mich gibt, was mir weiterhilft, denn ansonsten weiß ich es auch echt nicht. Oh, Himmel, Herrgott. Manny? Ja, endlich, okay. Kannst du mir Gewerkschaftsausweise machen? Manny, drehst du jetzt total durch? Oder willst du einfach mal mit Matrosen abhängen?
Kannst du oder kannst du nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mein Geld von Maximino zurückholst, mache ich dich zum Präsidenten der Gewerkschaft. Ich will nicht Präsident werden. Und wieso hat Max dein Geld? Ich habe letzten Monat einen ganzen Koffer Geld als Einsatz für eine Bombenwette dagelassen. Das Ergebnis des Rennens stand vorher schon fest, Manny. Sie haben mir mein Geld regelrecht geklaut. Hier, nimm die VIP-Eintrittskarte. Damit kommst du in die High Rollers Lounge. Ach. Mich lassen sie da nicht mehr rein. Und da ist der Anwalt. Irgendwo im Weinkeller steht ein Safe. Und darin müsste mein Koffer sein. Und kannst du mir heute Abend noch so einen Ausweis besorgen? Wenn du zurückkommst, Manny, liegt der Ausweis auf dem Tisch. Gut. Jetzt macht es Sinn. Le numéro gagnant. Le 20. Ruhig. Noir. Hier geht es nicht um Roulette, hier geht es um Ausweise und um VIP-Clubs. Wahnsinnig. Nee. Da. Da. Die macht mich kirre. Hier. Monsieur, aber... Hier ist mein Pass, Jean-Claude. Und jetzt mach die Klappe zu und fahr los. Oui, Monsieur. Eigentlich heiße ich Raoul. Wurscht, interessiert keinen. So. High Rollers Lounge. High Rollers Lounge. Der Anwalt. Nick Virago, seit wann arbeitest du in der High Roller Lounge? Ich hätte erwartet, dass Maximinos Privatanwalt eine eigene Kanzlei hat. Habe ich auch. Aber da serviert mir keiner die Drinks. Hast du da etwas Lippenstift, Loverboy? Hat ja keine Lippen. Den habe ich schon beseitigt. Und dasselbe könnte ich jederzeit mit dir machen, Calavera. Schlüssel. Also ich an deiner Stelle würde die Klappe halten. Ich brauche einen Anwalt, genau. Nick, ich brauche einen Anwalt. Bist du in Schwierigkeiten geraten, Calavera? Machen wir es direkt so, oder? Ein Freund von mir sitzt im Knast. Brauchst du einen einfachen Anwalt oder einen Star-Anwalt? Mir ist jeder Rechtsverdreher recht. Dann sieh doch einfach mal ins Telefonbuch. Oh, falsche Antwort. Nächster Versuch. Heute schon betrogen, Nick? Nee. Wer ist dein Favorit im vierten Rennen? Also, da ist diese weißpfotige Mieze in Box 2. Die könnte schnell sein. Allerdings hat sie eine leichte Augenentzündung. Aber du denkst, sie kann es trotzdem schaffen, stimmt's? Nein. Das Triefauge wird verlieren. Aber man weiß ja nie. Und dann mache ich ein Vermögen. Ja, okay. Na, mit den Kätzchen alles schön legal? Ja. Sie halten sich ausgesprochen sauber.
Wunderbar. Ich muss es einfach mal sagen. Ich hasse Katzen. Ich auch. Aber sie halten den Laden hier in Schwung. Wunderbar. Also, hat alles nichts gebracht. Wir machen mit dem Hauptthema weiter. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Was ist denn nun schon wieder, Calavera? Irgendjemand behauptet, ja, dass meine Roulette-Tische manipuliert sind. Aber deine Roulette-Tische sind doch auch manipuliert, oder? Sicher. Deswegen brauche ich auch einen Anwalt. Ich frage dich nochmal, brauchst du einen einfachen Anwalt oder einen Star-Anwalt? Ja, nehmen wir das Richtige jetzt. Einen Star-Anwalt. Irgendeinen Star-Anwalt oder den besten? Der Allerbeste ist gerade gut genug für mich. Und wer, Calavera, meinst du, ist das wohl? Wer würdest du sagen, ist der beste Rechtsanwalt im ganzen Reich der Toten? Ist doch gut. Das bist du, Nick. Exakt. Muss es tun, und genau deswegen arbeite ich gegen fürstliche Bezahlung, exklusiv für Maximino. Also, es tut mir leid, aber ich mache keine Gelegenheitsarbeiten. Na super. Läuft. Weiß nicht, ob wir mit dem reden sollten. Ich habe langsam das Gefühl, dass Max nicht gerade ein Hundeliebhaber ist. Du kennst mich besser, als ich dachte. Na, sind wir doch im Gespräch. Hallo, Maximino. Na, wenn das nicht meine Calavera ist. Wolltest wohl mal sehen, wie die Erwachsenen spielen, hm? Wenn ich richtig sehe, dann spielen sie mit Kätzchen. Miezen, Roulettekugeln, wo ist denn schon der Unterschied? Beide laufen immer im Kreis und sind zuverlässiger, wenn man ihnen ein wenig nachhilft, stimmt's? Ja, das Geld wollen wir haben. Ich komme wegen Charlies Geld. Nein, yo, ernsthaft. Er sagt, du hättest hier eine Menge davon. Oh ja, ich habe eine Menge davon. Aber das ist alles meins. Ja. Ich verlasse heute Abend die Stadt. Das ist ja großartig, Manuel. Niemand hat einen Urlaub nötiger als du. Tauch eine Weile unter und vergiss diese Frau, diese Matche. Wie läuft's denn so mit den Rennen, Max? Nun ja, im Moment eher mäßig. Aber es ist ja auch kaum einer in der Stadt. Was du nicht sagst. Zum Glück habe ich ein paar Nebeneinkünfte, die das wieder ausgleichen. Oha, das klingt interessant. Was denn für Nebeneinkünfte? Sagen wir, unsere Geschäftspartner in El Maro wissen unsere günstige Lage zu schätzen. Naja, ne? Weißt du, du hast dir hier wirklich was Nettes aufgebaut. Du hast aber auch einen schicken kleinen Club, Manny. Natürlich nicht so hübsch wie der von meiner Freundin. Oh, jetzt wird's spannend. Sagtest du deine Freundin? Ach, Manny, jetzt tu nicht so, als hättest du den Klatsch nicht gehört. Es ist ja kein Geheimnis mehr. Olivia und ich sind offiziell fusioniert. Jetzt wird's spannend. Ich habe gesehen, wie Olivia und Nick sich geküsst haben. Manny, wir küssen uns hier alle. Weißt du, wir sind hier eine große Familie. Ach, hör doch auf. Nein, ich meinte wirklich küssen, Max. Olivia und ich, wir lieben uns. Nick Virago ist seit Jahren mein engster Vertrauter. Du solltest so etwas nicht einmal im Schacht sagen. Ich könnte sehr wütend werden. Ah, ich verstehe. Der schmeißt ihn raus und dann haben wir wieder einen Anwalt übrig. Das war kein Scherz. Das reicht jetzt, Calavera. Ich meine es ernst. Lass uns über etwas reden, bei dem wir uns einig sind. Ha, schade. Der neue Zeppelin gefällt mir. Nicht wahr? Ich wollte mich von dem, was mit der Olivia 1 passiert ist, nicht entmutigen lassen. Stell dir mal vor, du willst deine Freundin mit einem Traum von Luftschiff beeindrucken. Und was geschieht? Es stürzt ab, explodiert auf deiner eigenen Rennbahn und tötet auch noch ihre Lieblingskatze. Nicht gerade das, was das Herz eines Mädels zum Schmelzen bringt. Das kann ich dir sagen. Dein neuer Kellner wirkt ziemlich überheblich. So, als sei er Vorsitzender des Verbandes überheblicher Kellner. Ach, Manny, man sollte die Menschen nicht vorschnell verurteilen. Es wäre, als würdest du sie in kleine Schachteln stecken und nie wieder herauslassen.
Wir alle stecken in kleinen Schachteln, Max. 3 Meter unter der Erde. Jetzt redest du schon wie unser Gerichtsmediziner, Manny. Hör auf damit. Tja, ich lass dich dann mal weiter aus dem Fenster starren. Ich kann einfach nie genug von meinen Katzen bekommen. Na gut, hat mich jetzt nicht weitergebracht. Wo geht's hier noch hin? Da waren wir schon. Was mit dir? Du, wo kommst du denn jetzt her? Na, wieder viel zu tun? Danke für das tolle Gespräch. Und nu? Was war das jetzt? Liegt mir hier? Sieht aus wie eine große Pipette. Wunderbar. Was will ich damit? Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ist das etwa? Das möchte ich eigentlich nicht tun. Leck das Ding ein. Sieht wie die Vorratskammer aus. Wird geöffnet. Sieht wie die Vorratskammer aus. Hilft mir jetzt ja auch nicht weiter. Das hebe ich nicht auf. Echt nicht? Hab eine Pipette und jetzt toll. Nix. Ja, ich hab's verstanden. Reden wir nochmal mit dir. Wo komme ich an das Heute Geld? Heute schon betrogen, Nick? Ne. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Tja, mein Terminkalender ist voll. Was machst du jetzt? Oh, das ist gut. Das ich ist könnte brisant. Max von dir und Olivia erzählen. So eine Behauptung könnte einen Mann wie Max ein wenig in Rage bringen. Besonders, wenn der Verräter keinen Beweis hat. Max und ich sind Freunde. Er wird mir glauben. Die Leute glauben, was sie glauben wollen, Calavera. Und ich will glauben, dass du klug genug bist, keine dummen Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich muss mal kurz mit Max sprechen. Und ich hoffe, wenn ich zurückkomme, bist du weg. Denn dein Anblick macht mich krank. Oh. Können wir irgendwas abgreifen? Das ist Viragos Zigarettenetui. Da war doch ein Schlüssel drin. Das gibt garantiert Ärger. Ja, ja. Da drin klappert etwas. Es gibt garantiert irgendwo ein Geheimfach, aber ich kann nichts entdecken. Ah. Ich krieg den Teil, in dem ich den Schlüssel vermute, nicht auf. Egal, nehmen wir erstmal mit, kümmern wir uns noch drum. Aber jetzt hauen wir erstmal ab. Oder guck mal, was die beiden gerade besprechen. Nee, das war doch da hinten. Ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange er mit Nick spricht. Nee, gut, das ist wohl wahr. Hier geht's nochmal hoch. Das habe ich ja bisher auch noch nicht gesehen, aber bringt mich das weiter? Nur ein paar Tische. Was kann ich mit dem Schlüssel anfangen? Kann ich dir eine Zigarette anbieten? Ist das irgendwie weiter? Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Aber wie? Das ist jetzt eine Frage, die heben wir uns mal auf fürs nächste Mal, würde ich sagen. Es ist ja jetzt schon wieder
lange genug hier. Der Schlüssel ist drin. Mit dem kommen wir, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie an den Safe mit der Kohle. Wofür brauchte ich denn noch einen Schlüssel? Ich weiß doch noch, dass die gute Loop da noch über einen Schlüssel geredet hat. Der fehlt. Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Das müssen wir noch klären. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter an dieser Stelle und gucken, wie es dann weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Euer Matze.